üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Bist du das? Ist es dein Film bei YouTube? Mal sehen, also auch in diese Richtung herzlich willkommen. Ich erzähle es auch für euch. Zunächst mal ist die Frage, wie weit kann man denn überhaupt den Kopf aus dem Fenster stecken? Wer ist überhaupt bereit, seinen Namen zu geben, sein Gesicht zu geben für die Legalisierungsdiskussion? Ich höre immer wieder von ganz vielen Leuten, sie können da nicht irgendwie mit dem Thema nach draußen gehen, weil das in ihrer Familie nicht geht, weil das in ihrem konservativen Dorf nicht geht oder ganz vor allen Dingen, weil es in ihrem Job nicht geht. Weil die Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie irgendwie sagen, dass sie nur für Cannabis-Legalisierung sind. In die Richtung, mal als allererstes, Geld ist auch eine Aktion, eine Form von Aktivismus. Nichts geht ohne Geld. Der Michael hat es eben erzählt, ich wusste das gar nicht. Es geht alles um Geld bei den Widerständen gegen die Legalisierung, aber auch die Legalisierungsbewegung an sich braucht Geld. Also die Aktivitäten des Handverbands würde es nicht geben, wenn es nicht hunderte von Leuten geben würde, die uns finanziell unterstützen. Und auch die Handparade würde es so nicht geben, wenn nicht irgendwie tausende von Euro dafür gespendet worden wären. Und das geht durch, überall. Also wenn wir jetzt sehen, dieses Jahr waren ganz viele Aktionen überall in Deutschland. In München die Demo, in Hannover die Demo. Überall wird Geld gebraucht. Sei es nur, um irgendwie einen kleinen LKW für ein paar Stunden zu mieten. Also bitte, ohne Geld geht's nicht und wer Geld übrig hat, sollte sich überlegen, entweder Mitglied beim Handverband zu werden oder bei einem der anderen Vereine, beim Handparadeverein, beim Verein für Drogenpolitik, wo auch immer, spendet Geld. Ohne das geht's nicht und das geht ohne den Namen zu zeigen, ohne öffentlich in Erscheinung zu treten. Also für alle die, die was tun wollen, aber ihren Namen nicht hergeben können, Geld ist auch Aktion. Wer arbeitet und Geld verdient und davon was spendet, arbeitet damit für die Legalisierung. Gut, genug davon, was kann man noch tun? Das kommt darauf an, wie viel Zeit man hat und wie weit man sich nach draußen begeben will. Es gibt viele Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen, auch ohne den Namen zu geben, auch anonym, zum Beispiel indem man an Umfragen teilnimmt oder indem man Abstimmungen mitmacht. Also die Merkel-Aktion, ich habe schon angesagt oder kurz erwähnt, dass ich bei Frau Merkel gewesen bin als erster deutscher Legalisierungslobbyist aller Zeiten, um mit ihr über Cannabis-Legalisierung zu sprechen, war nur möglich, weil ganz viele von euch, weil tausende von Leuten unseren Vorschlag bei ihrem Zukunftsdialog im Internet unterstützt haben. Und das ging auch, ohne dass irgendwie der Name dabei in Erscheinung tritt. Und das ging auch, wenn man Kommentare schreibt unter Zeitungsartikel. Jede Zeitung oder fast jede Zeitung hat ihre Artikel im Internet. Wenn da was kommt über Cannabis, gebt eure Meinung dazu ab in der Kommentarfunktion. Kommentiert nicht nur den Handverband irgendwie auf Facebook, sondern geht über die Szene hinaus. Geht dahin, wo die normalen Leute sind, wo die Diskussion noch nicht so weit fortgeschritten ist wie bei uns. Damit auch die Medien begreifen, dass sie mit vielen ihrer Artikel auf dem Holzweg sind. Dass sie begreifen, dass wir eine Mehrheit in der Bevölkerung haben, zumindest für eine Entkriminalisierung der Konsumenten. Damit sie auch die Themen anders angehen. Das ist wichtig. Bringt euch da ein. Macht das nicht nur einmal im Jahr auf der Handparade. Macht das ständig. Wenn ihr irgendwo einen Artikel seht, bringt euch ein. Und wer mehr machen will, da gibt es natürlich noch eine Menge Möglichkeiten, immer aktiver zu werden. Ein kleines Beispiel. Besorgt euch unseren Flyer Cannabis legalisieren im DHV-Shop. Wir geben den zum Druckkostenpreis ab, damit wir den immer nachdrucken können. Und verteilt die an Briefkästen. Damit erreicht ihr mit 1000 Flyern, 1000 Leute, 1000 Briefkästen und ihr habt mit ein paar Stunden Arbeit einen ordentlichen Einschlag in die Meinung der Bevölkerung bei euch unter euren Nachbarn gebracht. Und wenn ihr kein Geld habt für die Flyer, sucht euch einen von denen, die einen Job haben und deswegen irgendwie meinen, sie können nicht rumlaufen mit Legalisierungsflyern. Lasst euch von denen die Flyer bezahlen, teilt euch das. Einer zahlt, einer verteilt. Muss doch irgendwie gehen. Man kann noch mehr machen, immer aktiver werden. Wir haben jetzt gesehen, dieses Jahr waren eine Menge Demos überall in Deutschland. Das braucht natürlich schon gewisse Organisationen und da muss man mehr Arbeit einbringen, als einfach nur mal jeden zwei Stunden irgendwo was tun. Auch das ist natürlich möglich. Wir brauchen immer mehr Leute, die immer mehr machen. Diese Demo hier war ein ordentlicher Beweis dafür, dass die Cannabis-Legalisierung lebt, dass die Bewegung lebt. Wir werden größer, wir brauchen mehr Leute, bringt euch ein. Nicht nur auf der Parade, auch zwischendurch, immer wieder.
Wir haben beim Handverband dieses Jahr ein Forum online gestellt. Endlich, hat lange genug gedauert, aber der Handverband hat jetzt ein Forum. Und das ist kein übliches Grower-Forum, da geht es nicht um Konsumerfahrung, da geht es nicht um eure Plänzchen, sondern da geht es um Legalisierung. Das ist für die Leute da, die sich einbringen wollen. Unter anderem zum Beispiel, indem wir Leute vor Ort koordinieren, die bei sich zu Hause im Dorf, in der Stadt, was reißen wollen, was machen wollen. Meldet euch da an, sucht die Gleichgesinnten vor Ort und fangt einfach mal an, macht einen Infostand, vielleicht sogar eine Demo, irgendwelche lustigen Kunstaktionen, bringt eure Ideen ein im Forum. Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn wir nur einmal im Jahr demonstrieren, können wir das noch 50 Jahre lang machen, ohne dass wir die Legalisierung kriegen. Aber wenn ihr euch zwischendurch alle einbringt, wenn wir immer mehr werden, wenn immer mehr Geld in die Bewegung fließt, dann werden wir das schaffen und dann würde es auch nicht mehr ewig dauern. In Amerika haben wir riesige Bewegungen, riesige Organisationen mit Tausenden von Mitgliedern, mit Millionenbudgets, mit zig Angestellten, die nichts anderes machen als Cannabis-Lobbyismus. Davon brauchen wir auch mehr. Wir haben beim Handverband jetzt 498 private Unterstützer. 2006 haben wir angefangen mit 28. Die Steigerung ist immens und wir können immer mehr dafür tun. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute auf der Handparade die 500 Mitglieder voll machen würden. Dann mache ich nächste Woche die Meldung, wir sind jetzt 5000. Wir können uns jetzt ernsthaft Bewegung nennen. Ihr findet unseren Stand gegenüber von den Handfreakschaften, die hier mitgefahren sind auf der Demo. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht zwei Leute, die wir jetzt noch brauchen, gleich vorbeikommen und sagen, jawohl, ich bin jetzt auch dabei, wir sind jetzt 500. Danke. Vielen Dank, Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Ich will da eine Sache nochmal aufgreifen. Das mit der Dokumentation der Hanfparade 2012 könnt ihr alles erfahren auf der hanfparade.de Seite, als auch, dass ja auch Mitschnitte gemacht werden von den Reden. Da möchte ich mal in eigener Sache Werbung machen. Ich moderiere regelmäßig bei der 88.4. Das ist ein Radio, eine Station, eine UKW-Frequenz, die sich 11 verschiedene Sendepartner in Berlin, die freien Radios, teilen über die Woche. Und Studio Ansage, wo ich ansässig bin, wo das Kiezradio ist, was ich mit aufgebaut habe, ist immer am Dienstagabend dran.